Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meiner neuen Bücherwoche. Diesmal definitiv um Längen besser als noch die letzte Bücherwoche, in der ich ja doch so ein bisschen von einer Katastrophe in die nächste Enttäuschung gerutscht bin. Ich habe zwar auch in dieser Woche ein Buch dabei, was mich mehr als entrüstet und fassungslos zurückgelassen hat, dafür aber dann auch zwei Highlights und natürlich möchte ich davon auch ein bisschen berichten. Ansonsten ist der Herbst, glaube ich, jetzt ganz gut angekommen. Also ich sitze hier schon im Langarmpulli mit zwei Paar Socken und finde es unglaublich kalt. Aber ja, der Körper muss sich einfach dran gewöhnen und ich hoffe, dass wir dann zumindest einen goldenen Herbst bekommen an noch ein paar sonnigen Tagen, wo man zumindest einfach noch ein bisschen wunderbar wandern gehen kann. Denn das ist so ein bisschen das, was mir definitiv jetzt so ein bisschen fehlen wird, was ich ja so im letzten halben Jahr bei mir eingependelt hat, wirklich viel rauszugehen, spazieren zu gehen, wandern zu gehen. Und ich weiß noch nicht, wie ich das so richtig im Winter dann vor allem mache, aber auch im Herbst, wenn es dann eben doch mehr regnet und man nicht unbedingt mit nassen Füßen aus einer Wanderung raus möchte. Aber gut, hoffen wir einfach noch ein paar trockene Tage und vielleicht auch noch den einen oder schönen, wirklich schönen Wochenendtag und dass man das noch ein bisschen genießen kann. Ansonsten war in der Woche nichts Spektakuläres. Ich habe zwei Filme geschaut, über die ich da noch ein bisschen berichten möchte. Und ich habe vor allem das neue Album von The Killers angehört, das ja schon die Woche vorher sozusagen erschienen ist am Freitag. Und ich sehr, sehr gehypt drauf war und mich auch sehr, sehr gefreut habe. Aber ich denke, wir starten einfach mit den Büchern der Woche. Wir beginnen mit Journaling als Morgenroutine von Juliane Tranacher. Ja, hier folgt in der nächsten Woche auch ein bisschen ein Video zur Morgenroutine und deswegen wollte ich mich da noch ein bisschen belesen, aber ja, das Buch war... Ja, dann habe ich gehört von Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love, ich glaube zum vierten Mal. Ich glaube, ich habe es dreimal gelesen und jetzt einmal gehört und hatte einfach Lust auf dieses inspirierende Buch und deswegen musste es gereadet werden. Und dann, ich habe es beendet. Ja, Die Dame vom See von Andrzej Sapkowski, der fünfte und somit ja letzte Teil der Pentalogie. Und ich habe ja schon sehr geschwärmt in meinem Video am Donnerstag, aber ja. Und dann ebenfalls gehört habe ich Outland, der geheime Planet von Dennis E. Taylor. Ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut hatte und aber so ein bisschen gemischte Gefühle tatsächlich. Und bevor wir anfangen, noch der Hinweis, dass ihr alle Informationen zu den Büchern unten in der Infobox findet. Schaut da gerne mal vorbei. Ich werde das ein oder andere Video dann auch verlinken und mein eigenes Buch ist unten auch verlinkt. Also wenn ihr da vielleicht noch überlegt, schaut da gerne mal vorbei. Ich packe alles unten rein und klickt euch da gerne mal durch. Ich denke, wir beginnen wie immer chronologisch mit Journaling als Morgenroutine von Juliane Tranacher. Ja, ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen mehr mit meiner Morgenroutine beschäftigt, mit Dingen, die ich vielleicht darin verändern möchte. Gerade nach dem Urlaub habe ich gemerkt, es gibt Dinge, die funktionieren super, andere Dinge, da wollte ich einfach auch mal was Neues ausprobieren und ich möchte auch ein kleines Morgenroutine-Video für euch machen. Und ja, habe das ein bisschen rumüberlegt, war da auf Instagram auch unterwegs und bin dann eben auf das Buch von Juliane Tranacher gestoßen, gerade im Zusammenhang, wo ich mich jetzt auch seit drei Wochen mehr oder weniger an den Morgenseiten versuche, wollte da einfach ein bisschen Inspiration und fand das Buch klang ganz gut, war ein bisschen geschockt über den E-Book-Preis von, ich glaube, 8 Euro und dachte schon, und dann hat das Buch, glaube ich, nur 40 oder 50 Seiten, nagelt mich nicht fest, das war auf jeden Fall relativ wenig. Und da dachte ich schon, hui, also da muss natürlich schon sachbuchtechnisch viel Wissen kompakt drin sein, damit man das irgendwie gut findet. Und ja, ich bin nicht unbedingt der Mensch, der bei E-Book-Preisen immer die Seitenzahl hochrechnet, also sagt, eine Kurzgeschichte mit 100 Seiten darf jetzt keine 1,99 kosten. Das sehe ich nicht so, weil viele Komponenten in einem Buch ja immer das gleiche ist, egal wie dick es ist, sei es das Cover, der Buchsatz, das Korrektorat, Lektorat, das sind ja Dinge, die man trotzdem mehr oder weniger bezahlt. Natürlich, bei einem 400-Seiten-Buch ist das teurer als bei 100 Seiten, aber ich finde sowieso E-Books für 99 Cent ein bisschen merkwürdig, wobei ich muss sagen, mehr wäre dieses Buch tatsächlich ja jetzt auch nicht wert gewesen. Dennoch hatte es mich so angesprochen und auch so ein bisschen vom Reinschnuppern, dass ich dachte, ja, könnte was sein und war aber dann nach dem Lesen des Buches, das gefühlt keine halbe Stunde gedauert hat, fassungslos. Also wirklich
unfassbar enttäuscht und ich finde es, und ich verwende dieses Wort nicht sehr häufig, unverschämt teuer. Also, ja, ich bin sogar so entrüstet und fassungslos, dass ich eine 1-Sterne-Rezension auf Amazon hinterlassen habe, weil ich dieses Buch einfach nur eine Frechheit finde. Und mir fällt dazu gar nichts anderes ein. Ja, es geht im Groben natürlich schon um die Morgenroutine. Es gibt ein paar Gedanken zu der Morgenroutine, auch dann zum Journalingen, also sei es zum Beispiel die Morgenseiten oder eben auch Dankbarkeitstagebuch am Abend. Aber es ist kaum irgendwas. Es sind vielleicht so 3,5 bis 4 Seiten pro Thema. Und dann am Ende gibt es auch noch eine kurze Zusammenfassung für Schnellleser. Und dann dachte ich mir, okay, was gibt es denn bei etwas von 4 Seiten zusammenzufassen? Also ja, James Clear hat das zum Beispiel in seiner 1%-Methode auch gemacht. Aber da hat man halt 30 Seiten zu einem Thema und dann wird es nochmal kompakt auf einer Seite mit dem Wichtigsten irgendwie niedergeschrieben. Dann macht eine Zusammenfassung Sinn, aber doch nicht, ja. Zudem mir viel zu wenig Erfahrungen, viel zu wenig Inspiration. Es gab für mich überhaupt keine Impulse. Ich habe alles gekannt und jeder, der schon ansatzweise mal irgendwo Morgenroutine gesucht hat, Videos angeguckt hat, Blogposts gelesen hat, der hat im Grunde nicht viel mehr jetzt hier bekommen. Also ich fand es wirklich eine Frechheit, 8 € dafür zu nehmen von Dingen, da wo nichts dahinter ist. Also wenn sie selbst einfach ihre eigene Erfahrung niedergeschrieben hätte, im Sinne von, das lief bei mir gut, das nicht, vielleicht sollte man das und das irgendwie, aber gar nichts. Also ich bin wirklich selten sprachlos, hier bin ich extrem und ja, also ärgere mich im Grunde auch, dass ich das Buch, also dass ich, ja, aber ja, man lernt ja daraus, von daher, ich bin da wirklich sehr, sehr enttäuscht und empfehle es definitiv niemandem. Zum Glück war das nächste Hörbuch dann aber schon nicht weit. Ich habe Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert gelesen und das ist definitiv, wie auch die Male zuvor, ein absolutes Highlight. Es ist ein Reread und ich denke, es müsste so das 4. Mal gewesen sein, dass ich es jetzt gelesen, gehört habe. Diesmal in der Hörbuchversion von Julia Fischer gesprochen. Und da kann ich schon sagen, dass mir die Stimme sehr, sehr gut gefallen hat, dass sie sehr atmosphärisch, persönlich gesprochen hat und ich hier wirklich meine Freude dran hatte. Ich habe ihr wirklich super gerne gelauscht und ich finde, sie hat auch als Stimme von Elizabeth Gilbert sehr gut funktioniert. Denn ja, Elizabeth Gilbert ist Autorin, hat das Leben in New York aber satt, hat auch ihre Ehe satt, merkt, dass ja, sie nicht im Gleichgewicht ist, dass sie unzufrieden ist, unglücklich ist und ja, war auf Bali, war dort bei einem Heiler. Der hat ihr so ein bisschen die Zukunft und Gegenwart und Vergangenheit aus der Hand gelesen und ja, da hat sie irgendwie gemerkt, sie will einfach irgendwie mehr, sie will ein anderes Leben. Und dank der Unterstützung ihres Verlages, der ihr im Grunde einen Vorschuss bekommt, geht sie jetzt 1 Jahr auf Reisen und sie beginnt ja, in Italien, dort wird gegessen. Dann geht sie zum Meditieren und Beten in einen Ashram nach Indien und geliebt wird dann im Grunde auf Bali, wo sie eben auch ja, die Liebe zu sich selbst findet, auch zum Lehrmeister, von dem sie damals die Handlesung bekommen hat und dort eben einfach merkt, auf was es im Leben ankommt und ja, eben auch einfach sich selbst am besten kennenlernen. Das ist eine wunderbar spirituelle Reise, die nicht zu spirituell ist, weil Elizabeth Gilbert auch gar nicht der Mensch dafür ist, der zu esoterisch wird und das zu abgedriftet macht. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde die Geschichte immer wieder sehr inspirierend, kann viele ihrer Gedanken absolut nachvollziehen, habe oftmals ähnliche Gedanken, auch wenn es dann in die Richtung geht, wenn man sich verändert, wenn man im Grunde das Tor aufmacht für Achtsamkeit und für Bewusstsein, für die Meditation und für Yoga, was das in einem macht. Ich habe mich da sehr wiedererkannt. Ich habe sehr viele Dinge, die ich mit ihr teile und auch Dinge, die mir einfach wieder so einen Impuls geben, einen Anstupser geben. Und ja, das finde ich einfach sehr gelungen. Der Schreibstil funktioniert definitiv auch noch nach fast 10 Jahren richtig gut. Es trifft immer noch den Zeitgeist, wie ich finde. Sie hat einen sehr lockeren Schreibstil, einen sehr mitnehmenden, einen bildhaften. Also egal, ob sie über den Boden des Ashrams berichtet oder ja, die weiten Ländereien von Bali oder das leckere Essen in Italien. Man ist überall dabei und man hat wirklich das Gefühl, man erlebt diese Geschichte jetzt mit und ist mit auf Reise. Es drückt definitiv bei mir den Knopf, was das Fernweh angeht, weil man schon so ein bisschen das Gefühl bekommt, ja, das wäre auch mal irgendwie mein Weg. Also
ja, also definitiv Fernweh ist vorprogrammiert. Und so kam es dann auch, dass der Film, einer der beiden Filme, die ich geguckt habe diese Woche, dann auch Eat, Pray, Love war. Den gibt es auf Netflix in der Hauptrolle mit Julia Roberts und ein Film, den ich sehr gerne schaue, auch wenn er nicht ganz so natürlich tiefgründig ist, wie es das Buch ist, hat er trotzdem eine wunderbare Message und erzählt eben sehr wunderbar die Geschichte und holt sich natürlich auch die Anekdoten, die witzigen Momente durchaus aus der Geschichte mit heraus. Und ja, eine tolle Mischung, beides wirklich zu empfehlen. Und besonders das Buch, wenn man so ein bisschen irgendwie vielleicht auf Sinnsuche ist, auch wenn das immer sehr hochtrabend klingt. Manchmal sucht man ja auch den Sinn einfach in kleinen Dingen. Ich kann das Buch wirklich sehr, sehr empfehlen und ich fühle mich danach immer motiviert und irgendwie beseelt und auch irgendwie verstanden und mir macht das wirklich große Freude, da drin zu lesen oder es in dem Fall dann eben auch gehört zu haben und mir hat das wirklich Spaß gemacht. Trotz, dass es ja ein Reread ist, packe ich auch immer wieder so neue Sachen oder picke ich mir auch immer so neue Dinge wieder mit heraus und das ist einfach schön. Und diese Leichtigkeit, die dieses Buch dann irgendwie eben bei Elizabeth Gilbert hinterlässt, das ja, überträgt sich im Grunde auch sehr gelungen auf uns, den Leser, und mir macht das Buch wirklich große Freude. Zum nächsten Buch muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, denn ich habe ja bereits ein im Bann von Buchreihenvideo dazu gedreht. Die Dame vom See von Sapkowski ist der fünfte und letzte Teil der Hexer-Pentalogie und ja, lange, lange habe ich das Buch vor mich hingeschoben und lange, lange, ja, wollte ich nicht, dass es endet. Es gibt jetzt ja noch einen Band, der zwar irgendwie zwischen die zwei Kurzgeschichtenbände gehört, aber das Ende hier wohl spoilert und auch verändert. Deswegen packe ich die Geschichte jetzt erst ans Ende. Aber ja, war mein Buch, Die Dame vom See. Zusammen mit dem vierten Teil waren ja die Bücher, die ich das letzte Mal in der Thalia gekauft habe vor der Ausgangsbeschränkung Mitte März und wollte es ja dann oder dachte, ich lese es dann in der Zeit und ich habe jetzt so lange es hingezogen, dachte mir jetzt aber, es wird jetzt einfach Zeit und habe es dann im August auch noch beendet und gelesen. Und ich wollte nicht, dass die Geschichte endet, weil ich die Geschichte einfach so großartig finde, weil es wirklich eine epische Geschichte ist, weil es High Fantasy ist, wie ich es liebe, wie es einfach fantastisch ist, weil ich Geralt so ins Herz geschlossen habe, weil ich in ihm einen so tollen Charakter gefunden habe, den ich ja tatsächlich sehr, sehr lieb auch gewonnen habe und seinen Humor mag und seine Art mag und auch besonders hier gegen Ende, wenn dann irgendwie alle Kreise sich irgendwie schließen und Wege zusammenführen und ja, zudem wirklich ein episches Ende. Was mich ja am vierten Teil ein bisschen gestört hat, waren ja diese viel kriegerischen Elemente und Strategien. Das hatte man zum Glück hier sehr, sehr wenig. Aber ja, es war ein toller abschließender Band und ja, ich verlinke euch unten in der Infobox mal mein Video vom Donnerstag. Schaut da gerne mal vorbei, da schwärme ich über die ganze Reihe und das nicht zu kurz. Und ja, für mich definitiv auch ein Lese-Lebens-Highlight oder Lebens-Lese-Highlight, Lese-Lebens... Auf jeden Fall ein Highlight, das definitiv seinen Platz als wunderbare Pentalogie im Regal verdient hat und... Ach, es ist einfach großartig. Also ja, ist natürlich ein Klopper, das muss man ganz klar sagen. Also beim Lesen tut einem da dann schon mal der Arm weh. Aber ich habe es sehr genossen und ja. Schaut euch das Video von Donnerstag an. Ich möchte hier gar nicht so viel darüber quatschen, weil ich, wie gesagt, der ganzen Reihe ein Video gewidmet habe. Und wer mich schwärmen, hören und sehen möchte, der klickt einfach mal drauf. Ich packe es unten in die Infobox. Und das letzte Buch der Woche ist dann noch ein Hörbuch, und zwar Outland, der geheime Planet von Dennis E. Taylor. Ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe, denn ich habe die Bobby Verse-Reihe im letzten Jahr sehr, sehr geliebt, sehr gefeiert. Mich hat hier Dennis E. Taylor komplett abgeholt, gestartet mit Ich bin viele. Ich fand das einfach nur großartig mit dieser Art künstlichen Intelligenz, dieser Science-Fiction-Roman, der so viel Humor hatte, der ja, mich einfach sprachlos zurückgelassen hat. Ich war hier sehr neugierig, habe dann gesehen, dass Simon Jäger das Buch spricht. Und habe mich dann auch für das Hörbuch entschieden, weil Simon Jäger einfach großartig liest. Und ja, ich da immer, also ich finde, zu dem passen solche Geschichten auch super, super gut. Und ja, ich war mega neugierig. Leider, das kann ich schon sagen, war das erste Drittel ein bisschen verwirrend, konfus, banal und merkwürdig. Deswegen habe ich dann pausiert, habe Eat, Pray, Love gehört. Und danach habe ich dem Hörbuch aber noch eine Chance gegeben und
nach dem Drittel sozusagen wurde es wirklich merklich besser. Wir sind im Yellowstone Nationalpark, als ein Supervulkan ausbricht und die Welt scheint ins Chaos zu stürzen und unterzugehen. Denn wie wir wissen, sind diese Vulkane im Yellowstone Park ja doch irgendwie sehr gefährlich und man hat so manches Mal sehr große Angst, dass diese ja im Grunde ausbrechen und die Welt in eine neue Eiszeit hüllen. Wir treffen auf 6 Physikstudenten, die ungefähr 300 Menschen in eine neue Welt führen sollen. Denn man geht davon aus, dass die Erde eben nicht mehr lange bewohnbar sein wird. Sie müssen aber nicht nur dafür sorgen, dass die 300 Personen dort ankommen, wo die Reise hingeht, eben auf einen geheimen Planeten, sondern auch, dass sie dort über und auch weiterleben können. Also es ist nicht nur einfach so getan, als wenn die Welt dort schon vorbereitet und fertig ist. Nein, natürlich müssen die 300 Auserwählten zusammen mit den Studenten da auch ein bisschen was für sich tun. Allerdings ist das alles gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und es gibt eben auch den ein oder anderen auf der Erde, der da etwas dagegen hat. Und hier beginnt im Grunde der Kampf mit der Zeit und dem unmöglichen Menschen von der Erde zu evakuieren. Die Idee ist nicht ganz neu, gerade wenn man schon einiges im Science-Fiction-Genre-Bereich gelesen hat. Und der Anfang war tatsächlich mir auch ein bisschen verwirrend, banal, langatmig und ich dachte, das ist doch irgendwie gar nicht der Autor der Bobbyverse-Reihe. Also ich habe ihn überhaupt nicht darin wiedererkannt, überhaupt nicht gesehen. Ich habe dann aber ganz bewusst eine Pause gemacht, weil ich auch dachte, naja, vielleicht ist die ja auch gerade einfach nicht nach Science-Fiction. Vielleicht hörst du jetzt erstmal was anderes und ich glaube, es war wirklich eine gute Entscheidung, denn als ich von Eat, Pray, Love zurück zu dem Buch kam, ging es mir definitiv damit besser. Denn ab dem zweiten Drittel wurde die Geschichte wirklich spannend, interessant und wissenschaftlich sehr gut erzählt, was ich einfach bei Science Fiction auch sehr, sehr gut finde. Sprachlich ist die Geschichte sehr einfach erzählt, sie hat auch den gewissen Witz, den man so auch aus der Bobbyverse-Reihe kennt. Es schafft auch, dass wir komplexe Wissenschaft und auch Themen in diese Richtung, dass die gut erklärt werden, dass die verständlich sind, dass man nicht zu konzentriert sein muss, um irgendwie zu folgen, aber eben diesen Unterhaltungswert einfach haben. Was ich eben auch bei Science Fiction immer wichtig finde, ist, dass wenn es nicht zu sehr theoretisch ist. Allerdings muss man hier tatsächlich sagen, es geht hier weder irgendwie um Computer, noch um künstliche Intelligenzen, noch irgendwas in diese Richtung, sondern eher um den Aufbau einer neuen Gesellschaft. Also es ist ein ganz anderes Thema, als wir aus der Bobbyverse-Reihe kennen, was ich auf der einen Seite sehr gut finde, denn das hätte ich sonst auch sehr schade gefunden, wenn er sich irgendwie da nicht verändert oder immer das Gleiche erzählt. Andererseits erwartet man natürlich etwas von dem Autor, was nur zu gewissen Zügen dann auch eingehalten werden konnte. Was ich unfassbar interessant fand, war der Weltenaufbau in dieser Geschichte, der auch so ein bisschen um das Thema Multiversum geht, was ich ja sehr, sehr liebe, diese Vorstellung, dass das irgendwann mal so funktionieren wird und so sein könnte. Allerdings muss man schon sagen, dass er hier ein bisschen hätte tiefer gehen können. Ich hätte viel mehr über diese Welten wissen wollen. Da hat er für mich dann doch ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Allerdings ist es schön, diese Überlegungen mitzusehen, wie könnten diese aussehen und wenn man hier auch dann die wichtigste hätte oder die am nächsten irgendwie der Erde kommt, ist das wirklich ein Vorteil, wenn aber eben gar keine Menschen auf diesem Planeten sind, sondern vielleicht tatsächlich eher die prähistorischen Tiere. Welche Mischung geben wir Menschen überhaupt einem Planeten? Was passiert, wenn wir darauf stürzen und oder dahin reisen und Fragen über Fragen, die ich sehr spannend finde und denen ich auch sehr gerne nachgehe. Ein bisschen schade finde ich, dass die Charaktere zwar sympathisch waren, man mitgefiebert hat, auch bei den verschiedenen Perspektiven, allerdings die Charaktere doch ein bisschen oberflächlich bleiben und so mancher Dialog auch ein bisschen platt ist. Ja, jetzt sind das natürlich Physikstudenten, gibt genügend Klischees dazu, aber ich weiß nicht, ob man die immer so bedienen muss. Besonders finde ich es schade, weil sie eben so sympathisch waren, da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgründigkeit einfach gewünscht. Es ist so ein bisschen eine Reise oder der Weg wird beschrieben von Krise zu Krise zu Krise. Es ist schon immer mal ein bisschen spannend, aber es bleibt definitiv für mich unter der Bobbyverse-Reihe, das muss ich ganz klar sagen. Und ich hätte eben auch gern viel mehr Bildhaftes erhalten und es hätte auch durchaus ein bisschen ausführlicher sein können, was die Welt angeht und die Bewohner und die Tiere und das fand ich tatsächlich ein bisschen wenig. Ja, also alles in allem ein gutes Buch, aber tatsächlich nichts, was man jetzt unbedingt gelesen haben muss,
aber was schon irgendwie unterhaltsam war. Aber leider nicht ansatzweise in die Richtung eines Highlights, wie es eben seine andere Reihe für mich war. Aber dennoch wird der Autor auf meiner Radarliste weiterhin stehen und wenn da etwas Neues kommt, möchte ich das auf jeden Fall auch lesen und dann entdecken. Ja, das war es soweit mit den Büchern. Also eine ganz gute Woche mit zwar auch einer kompletten Katastrophe, aber der Rest hat es definitiv dann ausgewogen oder aufgewogen und war dann im Grunde ja doch mit zwei Highlights eine richtig tolle Bücherwoche. Zu Eat, Pray, Love habe ich jetzt vorhin schon ein bisschen was erzählt. Das war der eine Film der Woche und dann bin ich dank Inception zu Shutter Island gekommen. Ja, eigentlich wollte ich ja Christopher Nolan Filme rewatchen und wollte jetzt auch eigentlich mit der Dark Knight Trilogie weiterschauen. Doch dann habe ich ja Inception geguckt und war so angetan von Leo DiCaprio, dass ich dachte, ach, Shutter Island ist auch schon so lange her, den kannst du dir jetzt einfach mal anschauen. Und der läuft auch auf Netflix, glaube ich, ja. Und ich finde den Film grandios. Das ist ja auch ein ganz untypischer Scorsese, den man ja sonst eher doch mit der Mafia oder ja so Kriminellen in Verbindung bringt. Also gerade wenn man an Die Pate denkt oder an The Irishman oder ja, ne? Und ich mag Scorseses Stil ganz gerne. Ich mag es auch, wie er Figuren zeichnet und in Shutter Island bin ich hin und weg. Also wir sind hier ja im Grunde zusammen mit einem Polizisten auf einer Reise eben auf diese Insel und das ist eine Gefängnisinsel und da ist wohl jemand ausgebrochen und mit ihm zusammen und seinem Kollegen, den er auch gerade erst kennenlernt, verfolgen wir im Grunde so ein bisschen die Spur dieser Frau, bis dann alles über uns hereinbricht und es ganz anders ist, als es scheint. Und ich weiß, dass ich damals im Kino sprachlos davor saß. Und ja, meine Begleitung und ich, also ich sehe unsere Gesichter noch heute vor uns und denke mir, ja, das Gesicht habe ich jetzt beim dritten Mal schauen definitiv auch wieder gemacht. Obwohl man weiß, was kommt und man auf gewisse Dinge natürlich dann ganz anders achtet, erwischt es mich immer wieder eiskalt und ja, grandioser Film. Also gefällt mir unfassbar gut und finde ich wirklich Hammer. Ist wirklich auch ein Favoritenfilm und auch wirklich großes Kino. Auch DiCaprio, der hier großartig spielt und da spielt ja auch noch mit Mark Ruffalo, ich glaube, der mir auch sehr gut gefällt. Also ich hoffe jetzt, er heißt so, aber ich glaube schon. Also auch ein ganz, ganz toller Film und zwar kein Nolan, aber dennoch ein gelungener Film. Und dann wurde die ganze Woche über seitdem das neue Album von The Killer Stars natürlich auch das gespielt und ich muss echt sagen, das ist richtig toller Las Vegas Rock, der mir einfach Spaß macht. Ich liebe The Killers schon, keine Ahnung, seit ihrem ersten Album, seit ich die entdeckt habe und auch wenn natürlich der Stil sich ein bisschen immer ändert und wandelt und jedes Album so ein bisschen seine eigenen Highlights hat oder auch Brandon Flowers dann zwei Soloalben herausgebracht hat, es ist immer wieder Las Vegas, es ist Glamrock, es ist so eine grandiose Stimme, tolle Texte, wunderbare Musikkomponenten und ich höre dieses Album unglaublich gerne und habe jetzt zwischendrin auch immer mal das eine Soloalbum von Brandon Flowers mir wieder angehört und ich finde einfach, der Mann ist einfach ein Wahnsinnskünstler und ich habe ja The Killers einmal in München live gesehen und dann Brandon Flowers einmal in Berlin, weil er auch zufälligerweise an dem gleichen Wochenende, wie ich damals in Berlin war. Und ich dachte, das kann kein Zufall sein und immer wieder faszinierend, wie der Mann, was der mit seiner Stimme macht, was der für eine Aura hat, eine Ausstrahlung hat, einfach großartig. Also auch absolute Empfehlung, gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war es jetzt so im Groben. Es geht ja jetzt für mich noch in den neuen Christopher Nolan. Davon werde ich dann in der nächsten Bücherwoche berichten, weil ich tatsächlich jetzt heute schon sehr früh mit der Bücherwoche dran bin und noch nicht im Kino war, sonst hätte ich jetzt vielleicht schon ein bisschen was dazu erzählt. Aber ja, schaut unbedingt in die Infobox, da findet ihr auch mein Im Bann vom Buch rein Video und alle Infos zu den Büchern. Guckt da gerne mal vorbei und dann bin ich natürlich neugierig, welche Bücher ihr in letzter Zeit beendet habt, was da so ein Highlight war, was ein Flop war, vielleicht auch die Gedanken zu E-Book-Preisen. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Da überlege ich auch, ob wir da nicht mal einen Hangout machen oder irgendwie einfach mal ein Blog-Video. Das beschäftigt mich doch immer mal so ein bisschen. Und vielleicht auch filmtechnisch, ob ihr Shutter Island oder Eat, Pray, Love kennt. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.